Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, ich bin Maria, Produktdesignerin und habe einen kleinen Laden, in dem ich alle Dinge selbst entwerfe und größtenteils auch herstelle. Und in dieser Woche möchte ich mich auf meinen ersten Weihnachtsmarkt seit über 8 Jahren vorbereiten. Seit ich den Laden habe, war ich auf keinem Kreativmarkt mehr unterwegs, zumindest nicht als Aussteller, als Gast schon. Von der Stadt gab es jetzt ein Angebot, eine Wechselhütte auf dem Weihnachtsmarkt zu mieten. Man musste sich also bewerben, die Wunschdaten angeben und ich habe jetzt 2 Tage bekommen, nämlich Donnerstag und Freitag. Gestern bin ich schon mal losgegangen und habe mir die Hütte angeschaut, um zu sehen, wie viel Platz ich dort habe und was ich alles noch vorbereiten muss. Sie ist etwas karger, als ich gehofft hatte. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch Grünzeug besorgen, Lichter und wahrscheinlich auch sowas wie Tischdecken. Weil ich natürlich keinen Banner habe, also ich bin jetzt nicht super ausgestattet, um ständig auf Märkte zu gehen. Ich habe im Laden noch ein paar Aufsteller und Ständer, die werde ich mal durchschauen, aber vorher muss ich natürlich planen, was ich alles mitnehmen will. Das mache ich heute und außerdem fange ich schon mal mit der Produktion an. Heute Morgen sind schon ein paar Stempel gelaufen und im Laden werde ich jetzt diese Weihnachtsstrümpfe nähen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die so perfekt geeignet sind für den Weihnachtsmarkt, weil sie doch etwas preisintensiver sind. Es wäre aber auch gar nicht so schlimm, wenn ich sie dort nicht verkaufe, weil ich sie für den Laden eh brauche. Also, los geht's. Von den Weihnachtssocken hätte ich gerne noch ein paar mehr geschafft, aber gestern war echt viel los und ich bin gar nicht zu mehr gekommen. Außerdem war mein Futterstoff alle, also habe ich gestern Abend noch welchen gewaschen und gebügelt.
Heute machen wir Weihnachtskarten zusammen, aber vorher verpacke ich noch 3 kleine Bestellungen. Es ist Montag und am Samstag habe ich eine kleine Nachtschicht eingelegt. Ehrlich gesagt ist es gerade ziemlich stressig und ich versuche mich so gut wie möglich zu organisieren, dass ich das halbwegs hinkriege. Ich habe an Stempeln gearbeitet, viele davon sind aus Bestellungen, aber das normale Geschäft geht natürlich weiter, obwohl ich mich auf den Weihnachtsmarkt vorbereiten muss und gerade kommen einfach viele Anfragen für Sonderanfertigungen. Und damit es noch deutlicher wird, wie schnell die Zeit vorbeigeht, habe ich mir diesen kleinen Weihnachts-Countdown gekauft. Der hat sowas von cool, so noch 20 Tage bis Weihnachten. Der kommt jetzt hier oben hin. Heute habe ich also auch wieder Stempel angefertigt. Die Bestellungen dazu, die verpacken wir gleich im Laden und danach geht es weiter mit Sternen aus Acrylglas und aus Papier. Also los geht's. Thank you.
viele von den Origami-Sternen habe ich gestern leider nicht mehr geschafft, aber die, die ich geschafft habe, die werde ich heute noch verpacken. Falls ihr die noch nie gemacht habt oder nicht wisst, wie die gehen, ich werde auf jeden Fall noch ein kleines Video machen, wo ich euch das zeige. Gestern Abend war ich noch lange wach und habe Stempel gemacht und nebenbei die Acrylflocken von gestern noch verpackt in diesen kleinen Geschenkverpackungen. Ich werde auf jeden Fall noch Girlanden davon machen, damit man die am Stand einfach ein bisschen besser sehen kann. Heute sollen auch die Aufsteller kommen, die ich extra dafür bestellt habe. Und ich drücke mir selber die Daumen, dass das wirklich klappt, denn als ich sie davor bestellt habe, sind sie unterwegs kaputt gegangen und die Lieferung kam nie bei mir an. Also ich hoffe sehr, dass das klappt, denn ich muss unbedingt die Aufstellung planen, denn es ist ja schon übermorgen. Ich muss genau wissen, was ich mitnehme, wie viel und wo alles stehen soll. Also das geht's. Am Samstag habe ich noch Patchwork-Decken zugeschnitten und meine Mama hat mir geholfen, die fertig zu machen. Die kommen jetzt ins Regal und danach werde ich die Sterne verpacken, die Kunstdruckerrahmen und den ganzen Rest. Also los geht's.
Heute ist der letzte Tag, um mich auf den Markt vorzubereiten. Gestern Abend habe ich weiter an Stempeln gearbeitet, Tüten gefaltet und mir einen kleinen Aufsteller aus Pappe gebaut. Sieht nicht so wahnsinnig professionell aus, aber erfüllt seinen Zweck, denn es ist leider nur einer von den 3 bestellten Aufstellern gekommen und ich befürchte, dass die anderen 2 nicht mehr rechtzeitig da sein werden. Also musste was Behelfsmäßiges her. Das wird's auch tun. Heute Morgen habe ich mich um Bestellungen gekümmert und die schnell zur Post gebracht und jetzt verschaffe ich mir einen Überblick über die Stempel, die ich schon habe und mache die Abdrücke mit den kleinen Kärtchen drauf. Los geht's! Da habe ich noch eine ganze Menge vor mir. Das sind noch nicht alle Motive, die ich mitnehmen möchte. Also ist das mein Abendprogramm. Außerdem werde ich mir heute Abend schon mal den Schlüssel für die Hütte besorgen und schauen, wie es da aussieht. Denn weil das eine Wechselhütte ist, weiß ich von den Vorgängern, dass einfach oft auch Sachen liegen bleiben. Ich will schon mal ein bisschen Grün anbringen, Lichterketten, damit ich morgen beim Aufbau nicht ganz so viel Stress habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder und dann erzähle ich euch, wie es beim Markt gelaufen ist, ob es gelohnt hat. Ich versuche euch beim Aufbau mitzunehmen, euch die anderen Stände zu zeigen, wenn ich es schaffe. Also seid gerne wieder nächste Woche mit dabei. Tausend Dank fürs Zuschauen. Macht's gut!